Von Messer und Co. Hat mir vor kurzem mal einige Modelle aus seinem Sortiment leihweise rumgeschickt. Unter anderem diese wunderschönen Darn-Modelle der Firma Viper Technocut, die der Dirk in einer Wanger-Exclusive-Sonderedition hat auflegen lassen. Laut Dirk gibt es von diesen Stücken zum Teil nur 5 bis 10 Modelle, so hat er mir das mitgeteilt. Das heißt, die sind also durchaus stark limitiert. Solltet ihr Interesse an einem der Stachel haben, dann findet ihr einen Link zum Bezug in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, laut Dirk gibt es davon nur ein paar Stück. Da schreibt man Dirk also am besten schnell an, wenn man da wirklich Bock auf die Teile hat. Ebenso packe ich euch einen Link zu meiner damaligen Vorstellung zum Viper Darn 1 und 2 Modell mit in die Videobeschreibung. Die Vorstellung, das ist schon eine Ecke her, das war glaube ich 2015. Diese Modelle sind also schon einige Jährchen am Markt. Und die haben nichts, absolut gar nichts von ihrem Reiz, von ihrer Schönheit verloren, wie ich finde. Mit diesen Designschätzchen hat Tommaso Romicci gemeinsam mit Viper ein traumhaft schönes Messer in Serie fertigen lassen, das gerade für all jene interessant ist, die gerne 42A-konform unterwegs sein möchten. Wir haben nämlich hier als Verschluss den sogenannten Action Stopper, das Action Stopper System verbaut. Und da haben wir hier zwei innenliegende Flügelchen, zwei innenliegende Sperrplatinen. Die sorgen dann mit ihren Detent Balls auf beiden Seiten dafür, dass die Klinge geöffnet, wie auch im geschlossenen Zustand gehalten, jedoch nicht fest arretiert wird. Also kein richtiger Verschluss, dadurch aber 42A-konform, ja. Ich bleib dabei, ein wunderschönes, ein extrem anziehendes Modell. Und jetzt in dieser Wanger Exclusive-Reihe nochmal rein optisch absolut der Hingucker. Ich selbst schaue mir solche Modelle, also 42A-konform Modelle, in allen Variationen. Gehen wir mal nach Japan mit dem Higonokami
oder halt viele Friction-Folder-Modelle, die es aus vielen Ländern gibt, in allen möglichen Variationen. Das sind durchaus Systeme, die gut funktionieren, aber ganz klar muss man da auch sagen, dass mit solchen Klappmessern, da muss man immer achtsam agieren, da muss immer achtsam, behutsam mit umgegangen werden in der Verwendung, je nachdem, wie die Energien da fließen, wo sie auftreffen, kann so eine Klinge doch recht leicht einklappen. Für die allerhärtesten Arbeiten sind die nicht gemacht, aber für das urbane Umfeld, für relativ leichte Schneidarbeiten oder auch Schnitztätigkeiten ist das durchaus mal zu gebrauchen, solch ein Messer. Man muss die halt, wie erwähnt, sehr bewusst einsetzen. Ab Werk bietet Viper das Darnmodell in vielen Griffvariationen an. Das geht von Carbon Fiber über Micarta und auch eine sehr aufregende Silver Twill Version ist damit dabei. Allesamt große Klasse und sehr anziehend, wie ich finde. Der verbaute Klingenstahl ist, soweit ich da informiert bin, immer der taugliche N96 von Böhler. Gut möglich, dass es da aber auch mal Special-Versionen gab, da bin ich jetzt nicht up-to-date. Und mit diesen Modellen hier, die auf der Klinge mit Wanger gemarkt sind, hat Dirk jetzt zum Teil atemberaubend schöne Versionen am Start im Sortiment. Die werde ich euch jetzt alle mal kurz zeigen. Und ich finde wirklich, da ist ein Modell schöner als das andere. Wo wir gerade schon den Wanger-Schriftzug hatten, ich persönlich hätte es schöner gefunden, wenn da nur das W als Logo zu finden gewesen wäre. Das kommt dann einfach cleaner daher auf der Klinge. Und wenn mit Schriftzug, dann wäre es, wie ich finde, deutlich harmonischer gewesen. Wenn man den Schriftzug mit Logo weiter nach hinten gesetzt hätte, damit man bei geschlossener Klinge das Logo wie auch den gesamten Schriftzug hier schön hätte lesen können. So verschwindet ein Teil davon im Griff. Da ist also noch ein bisschen Luft nach oben, das zu verbessern. Und ja, hier haben wir jetzt das Darnmodell in gestockter Birke. Ja, schaut fantastisch aus. Gerade wenn man die Farbverläufe im Holz so kontrastreich und lebendig hat, das hat eine einnehmende Wirkung aufs Auge. Ich erwähnte es ja schon, wunderschön, kann ich nicht anders sagen. Und dazu kommt dann halt noch, dass das Darn eher eine linienförmige Schönheit ist. Da kann man sich schwerlich dran satt sehen. Von der gestockten Birke habe ich noch ein weiteres Modell hier. Das ist nicht minder schön. Hier finden sich zwar etwas weniger, ich nenne es jetzt mal spannende Kontrastpunkte, dafür aber ein ungemein warmer und zusammenspielender Verlauf in der hellen Holzstruktur. Und das ist ebenso herrlich anzusehen. Rein haptisch und vom Finish sind die Hölzer allesamt ganz handschmeichelnd glatt verarbeitet worden. Das hat Viper ja wirklich drauf, wie kaum ein anderer Hersteller. Große Klasse. Und dann haben wir noch drei weitere Darnmodelle. Diese dann allesamt in Walnussholzbeschalung. Und ja, auch hier gilt, ein Modell ist schöner als das andere. Auf mich wirkt Walnussholz nicht nur edel, sondern das strahlt eine Beständigkeit aus, die den Werkzeugcharakter eines Messers in meinen Augen nochmals erhöht und unterstreicht. Fertigungstechnisch sind diese knapp 18 cm langen Taschenmesser übrigens, also diese 5, die ich jetzt hier habe, allesamt vorzüglich gearbeitet. Da zeigt Italien mal wieder, warum sie seit Jahren als eine der Top-Fertigungsstandorte in der Welt gelten. Und wenn euch die Stachel gefallen haben und ihr eh nicht wisst, wohin mit eurer Kohle, dann könnte solch ein Modell hier vielleicht eine gute Investition sein.
Ja, ich bin auf jeden Fall mal wieder geflasht und begeistert, von diesen wunderschönen Holzgriffbeschalungen. Gerade bei so einem Modell wie dem Viper Dan. Einfach ein Hingucker. Hier haben wir jetzt noch eine Version, ebenfalls Walnuss. Ja, kommt wesentlich schlichter daher, dennoch auch sehr schön. Da sind die Geschmäcker ja wirklich verschieden. Der eine mag es harmonischer und ruhiger im Verlauf des Holzes. Ja, schön sind sie wirklich allesamt, diese Modelle hier. Und als letztes haben wir hier noch das, ich meine, das hier ist das Dan 1 und das waren jetzt die Dan 2 mit der Sheepfoot-Klinge. Bin mir da aber jetzt nicht ganz sicher. Und auch hier beim Dan 1 findet sich eine sehr, sehr aufregende Struktur. Ja, auserlesen schön, diese Modelle hier, die Dirk da hat fertigen lassen. Ja, diese Wanger Exclusive-Serie. Jo, Messer und Co., da bekommt ihr die Teile her. Checkt das mal aus bei Interesse. Das war's im Großen und Ganzen schon wieder. Ich bedanke mich vielmals beim Dirk, dass ich die Stachel mal auschecken durfte. Oh, schwierig da einen Favoriten zu benennen. Ich würde sagen, die gestoppte ja, Birke hier oder das erste Walnussmodell, das ich euch gezeigt habe. Bin mir da aber noch nicht ganz sicher. Die sind wirklich alle traumhaft schön. Alles klar, das war's dann auch wieder von mir. Jo, habt immer Messer dabei, habt immer Spaß mit euren Schneidmodellen. Genießt das Wetter, die kommende Wärme, sofern ihr nicht drunter leidet. Jo, und wie immer verbleibe ich mit bleibt gesund. Peace, ich bin raus.